Das endet mit einem Knall. Du hast Gänsehaut. Ich habe für mich gelernt, darauf zu scheißen, ist darüber erstmal sauer, weil er ist doch ein Snow und die Snows sollten doch wertvolle Tribute kriegen. Du bist nicht erst Schriftsteller, wenn du Geld damit verdienst oder wenn deine Bücher veröffentlicht werden. Ich fände es auch total vermessen zu sagen, hey, hier, schaut mal her, meine Meinung ist so wichtig. Der Monat Dezember wird in wenigen Stunden Geschichte sein und mit ihm auch das gesamte Jahr 2023. Dieses Video wird sowohl Lesemonat als auch Lesejahr. Ich werde euch wie gewohnt einfach von den Büchern berichten, die ich in diesem Monat gelesen habe, unter anderem Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara oder aber auch Das neue Tribute von Panem Buch. Aber ich werde auch allgemein über dieses Lesejahr reden, über das Booktube, Bookstagram-Jahr, was ich erlebt habe. Nicht nur, was ich erlebt habe, dass ich in Leipzig, in Frankfurt, in Hamburg und in Münster war wegen dieser Buchbubble, sondern auch meine Erfahrungen, die ich dieses Jahr neu gemacht habe, was ich gelernt habe über diese Buchblogger-Bubble, was ich euch auch mit auf den Weg geben möchte, das werde ich auch berichten. Und am Ende vom Video werde ich natürlich mein Jahreshighlight krönen. Welches Buch war das beste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe? Also freut euch drauf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Viel Spaß. So Leute, das erste Buch, was ich im Dezember gelesen habe, beziehungsweise eigentlich nur noch beendet habe, weil ich es schon zu größten Teilen im November angefangen und fast schon fertig gelesen hatte, ist Noch Schweig von Judith Merchant, von der ich schon gar nicht mehr weiß, ob man sie überhaupt wirklich so ausspricht, weil ich erfahren habe, dass sie eigentlich eine deutsche Autorin ist und gar keine englischsprachige, wie ich angenommen hatte. Aber wie dem auch sei, ich habe das Buch beendet und ich sage jetzt mal was zum Ende, ohne zu spoilern, denn ich fand das mega Geniale daran. Das Ende war super krass. Also es hatte so einen richtigen Bam-Effekt quasi. Und trotzdem denke ich mir, hey, das Ende ist nicht das, warum ich dieses Buch gelesen habe. Und das ist, finde ich, so gut, weil viel zu häufig, finde ich, hat man bei einem Thriller so das Gefühl, hey, ich lese das eigentlich nur wegen dem Ende. Und so, dass ich immer denke, wenn das Ende jetzt nicht gut ist, dann wird das ganze Buch nicht gut sein. So, versteht ihr, wie ich meine? Und das war hier einfach komplett anders, weil die Dynamik zwischen diesen beiden Charakteren, diesen beiden Schwestern, die eigentlich zentral in dieser Handlung standen, die fand ich so gut und so spannend, wie die miteinander umgegangen sind und dann immer die wechselnden Sichtweisen in den verschiedenen Kapiteln. Immer hast du gedacht, die andere ist die Böse sozusagen, aber wenn du dann in der anderen Sicht wieder warst, hast du wieder gedacht, die erste wäre die Böse. So, das fand ich so cool und du hast dir einfach nur die ganze Zeit gedacht, irgendwas stimmt bei diesen beiden nicht. Es geht halt damit los, dass Esther am Tag vor Weihnachten zu ihrer Schwester fährt, in den Wald, in eine einsame Hütte, wo diese ganz alleine wohnt und sie will ihr halt eigentlich nur ein Geschenk bringen. Sie sehen sich sonst im Jahr gar nicht, sie haben keinen guten Kontakt miteinander, aber Esther denkt sich halt, hey, das ist meine Schwester und mit seiner Schwester hält man Kontakt, man kann nicht einfach mit der Schwester Kontakt abbrechen, auch wenn man sich irgendwie nicht so gut vielleicht versteht. Und um meine Schwester muss ich mich kümmern. Ich bin die große Schwester und um die muss ich mich kümmern. Und jetzt ist meine Schwester verrückt und letztes Jahr ist auch noch irgendwas Krasses vorgefallen an Weihnachten. Und ich muss mich ja um meine Schwester kümmern. Und man wird gleich in dieses Weltbild von ihr quasi so eingeführt und auch in diese Vorstellung, dass wohl diese Schwester, die übrigens Sue heißt, dass die wohl irgendwie verrückt ist und nicht so, ja, ganz sauber in der Birne. Aber sobald du halt das erste Mal in der Sicht von Sue bist, wird das Ganze halt umgedreht. Und Sue ist halt der Meinung, hallo, mit mir ist ja wohl alles in Ordnung. Und meine Schwester ist hier total übergriffig, dass sie sich die ganze Zeit Zutritt in mein Haus verschafft, obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Ich will gar keinen Kontakt mit meiner Schwester, also soll die mal gefälligst abhauen. Und das ist das, wovon ich spreche, wenn ich sage, diese Dynamik zwischen den beiden. Weil das ganze Buch lebt davon, dass die eigentlich nur die ganze Zeit miteinander reden. Und das ist, also es macht das Ganze schon fast zu einem Kammerspiel. Das ganze Buch spielt fast in dieser Hütte nur und die beiden reden miteinander, interagieren miteinander und die ganze Zeit denkst du dir nur, boah, irgendwas schwelt da. Irgendeine Vergangenheit haben diese beiden zusammen und das ist wahrscheinlich keine gute Vergangenheit. Und so tröpfchenweise kommt ein bisschen ans Licht so, aber ohne dass das in ultra krass aufgebauschten Plot-Twists auftritt. Es ist einfach authentisch und realitätsnah gemacht in meinen Augen. So habe ich es wahrgenommen. Und dann kam halt das Ende und das war richtig krass. Also es hat auch richtig
Nachgehalt und ich habe da sogar echt noch ein bisschen drüber nachgedacht, auch im Zusammenhang mit den ganzen Gesellschaftskritiken, die da fast schon vorkamen in dem Buch. Also ich finde, so unterschwellig war so ein Nebenthema halt auch so die Gesellschaft. So, die Gesellschaft wurde total angeschnitten und das Ende hat da echt nachhallen können. Aber wie gesagt, wenn das Ende jetzt irgendwie nicht ganz so gut gewesen wäre, wäre es mir vielleicht auch nicht so negativ aufgefallen, weil ich dann gesagt hätte, naja, alles Vorangegangene war ja trotzdem ultra gut und hat mich unterhalten. Da macht das Ende das ja nicht gleich wieder kaputt. Aber Ende war auch gut. Ganzes Buch gut. Es gab keine Längen. Ich habe es richtig verschlungen. Und von daher kann ich einfach nur sagen, Empfehlung, geht raus für Schweig. Und jetzt würde ich sagen, erstmal zum nächsten Buch. Okay, ein kleiner Break zwischen dem Lesemonat. Jetzt kommen wir mal aufs Lesejahr. Ich habe in den letzten Jahren mir immer für das kommende Jahr Ziele gesetzt. Das können sowohl einfach Bücher gewesen sein, die ich unbedingt lesen wollte im kommenden Jahr, aber auch allgemeine Sachen wie, wie viele Bücher möchte ich lesen? Oder ich habe dann zurückgeblickt, wie viele Bücher habe ich gelesen? Das habe ich zum ersten Mal letztes Jahr im Jahresrückblick so ein bisschen hinterfragt und gesagt, ey, das ist totaler Schwachsinn. Lesen ist ein Hobby, was Spaß machen soll, wo ich nicht irgendwie Ziele brauche. Wenn ich nämlich am Anfang des Jahres sage, dieses oder jenes Buch möchte ich dieses Jahr unbedingt gelesen haben, dann kann sich das in einem halben Jahr, ja sogar in ein paar Monaten schon geändert haben. Ich habe für mich gelernt, darauf zu scheißen, auch auf meinen Sub zu scheißen, einfach zu sagen, hey, du bist mir egal und ich lese einfach immer nach einem fertig gelesenen Buch das Buch, auf das ich jetzt einfach Lust habe. Und das kann entweder ein Buch sein, das ich dann aus meinem Sub rausziehe, oder ein Buch, was mir jemand geschenkt hat, oder ein Buch, was ich mir gerade erst im Buchladen gekauft habe. Und wenn dann Bücher, die schon länger auf meinem Sub sind, irgendwie noch länger auf meinem Sub bleiben müssen, dann ist das halt so. Und dann muss das halt auch so bleiben. Ziele und Aufgaben habe ich in der Arbeit. Da muss ich Dinge erreichen. Beim Lesen kommt es für mich nur auf die eine Frage an. Bin ich zufrieden im vergangenen Jahr gewesen? Und das kann ich mit Ja beantworten. Ich habe immer genau so viel gelesen, wie es für mich cool war. Mal habe ich mehr gelesen, mal habe ich weniger gelesen. Aber wenn ich weniger gelesen habe, dann hatte das einen Grund, weil vielleicht gerade was anderes in meinem Leben bedeutender für mich war. Aber dann ist das fein. Dann werde ich mir doch nicht hinterher sagen, shit, da hatte ich jetzt einen Durchhänger, da habe ich weniger gelesen und deswegen bin ich jetzt nicht auf meine 52 Bücher in diesem Jahr gekommen und schieß mich tot. Also, das ergibt für mich keinen Sinn. Es kann natürlich Leute geben, für die das Sinn ergibt, die das gerne machen. Das möchte ich diesen Leuten gar nicht absprechen, aber ich möchte das einfach immer mal wieder so nach draußen posaunen. Leute, lasst euch davon nicht unterkriegen, von solchem Druck. Dieser Druck, der muss auch nicht böse gemeint sein oder so, aber hört auf, euch zu vergleichen, wenn es euch damit nicht gut geht. Wenn ihr einfach Spaß habt am Lesen, dann ist das alles fein. Und dann müsst ihr nicht sagen, ey, okay, der hat aber mehr gelesen oder der hat mehr coole Challenges dieses Jahr gemacht oder so. Das ist Blödsinn. Das soll einfach jeder machen, wie er will. Aber keiner soll sich wegen irgendwas, wegen irgendwelcher Ziele, wegen irgendwelcher Vergleiche mit anderen Leuten fertig machen. Das fände ich schade und dann würde so dieser Geist von dem eigentlichen Grund, warum wir Bookstagram, Booktube, Buchblogging betreiben, irgendwie untergehen, oder? Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist das Prequel zur Tribute von Panem-Reihe, The Ballad of Songbird and Snake, im Deutschen das Lied von Vogel und Schlange. Und tatsächlich erschließt sich einem dieser Titel auch, wenn man das Buch gelesen hat. Finde The Ballad bzw. das Lied passt total gut, weil dieses Buch sehr viel um Musik sich dreht. Also Lieder spielen eine sehr große Rolle, weil Lucy Gray Baird, das ist das Tribut der Hungerspiele in diesem Jahr aus Distrikt 12, die Teil der Covey ist. Die Covey ist so eine Gruppe, die sich gar nicht so richtig zugehörig fühlen in irgendeinem Distrikt oder Kapitol oder sonst was, sondern eigentlich nur, ja, wir ziehen so ein bisschen rum, wollen so die Schönheit und die Wahrheit in der Welt sehen und einfach Musik machen und einfach leben und glücklich sein. Und jetzt kommen die 10. Hungerspiele.
die Hungerspiele stehen damit noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und vieles, was wir aus der originalen Trilogie sozusagen kennen, was normal ist bei den Hungerspielen, vom Ablauf her zum Beispiel, ist hier noch gar nicht normal. So werden zum Beispiel auch die Schüler der Akademie im Kapitol beauftragt mit einer Hausaufgabe, wo sie erarbeiten sollen, was man denn den Hungerspielen hinzufügen könnte, um dafür zu sorgen, dass auch wirklich alle Bewohner der Distrikte das auch wirklich anschauen, weil sonst würde das ja erstmal keiner anschauen, diese grausamen Spiele. Und so sollen die Schüler sich eben jetzt überlegen, was machen wir da, und werden damit auch sehr krass indoktriniert. Wir begleiten hier, und das ist das, was dieses Buch tatsächlich so gut macht, Coriolanus Snow als 17-, 18-jährigen Teenager, der auch Schüler des Kapitols ist in der Akademie. Und das Krasse ist, wir wissen, was aus diesem jungen Mann werden wird. Wir wissen, dass er dieser kalte, berechnende, grausame Diktator werden wird, der über ganz Panem herrscht, und sehen hier halt so einen unschuldigen jungen Mann, der auch erstmal tatsächlich ganz, ganz nett wirkt und ganz okay. Klar, er ist irgendwie ein Kind des Kapitols und ist schon auch mit deren Ansichten ein bisschen indoktriniert worden, aber er hat schon auch seinen eigenen Kopf und hat schon auch Moralvorstellungen und kritisiert auch vieles an den Hungerspielen. Und so denkt man sich halt wirklich, was muss da passieren, dass er so wird? Und was dieses Prequel halt so gut macht, ist, dass es weiß, dass es jetzt nicht alles von dieser Figur entmystifizieren und erklären sollte. Es wird jetzt nicht sein ganzes Leben beschrieben und erklärt, mit welchen Schritten er zu diesem Menschen wird. Es wird nur ein kleiner Ausschnitt aus seinem Leben gezeigt, der aber sehr wichtig ist und sehr bezeichnend für das, was er mal werden wird. Es ist eigentlich erstmal eine ganz schöne Geschichte. Er wird jetzt zum Mentor. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal Mentoren für die Tribute, und das sind alles Schüler von der Akademie, die alle irgendwie ein Stipendium gewinnen wollen und alle sehr ehrgeizig sind, unter anderem eben auch Coriolanus Snow. Und er bekommt jetzt eben Lucy Gray Baird als sein Tribut zugeteilt, ist darüber erstmal sauer, weil er ist doch ein Snow und die Snows sollten doch wertvolle Tribute kriegen und nicht das Letzte vom Letzten aus Distrikt 12. Aber er wird das irgendwann sehr zu schätzen wissen, dass er Lucy Gray als Tribut hat. Zwischen diesen beiden herrscht von Anfang an eine Dynamik. Und die ist super. Die ist super. Beide haben sie Einfluss auf den jeweils anderen. Und das ist schön zu lesen. Und das ist einfach richtig gut gemacht. Die eigentlichen Hungerspiele tatsächlich sind hier nur ein kleiner Teil, würde ich sagen. Alles andere ist davor und danach, und das ist auch alles viel wichtiger. Klar, mit den Hungerspielen, das ist schön, auch das Ganze mal so in den Kinderschuhen zu sehen, wie hat das Ganze eigentlich mal angefangen, und es ist auch richtig cool, das Ganze mal so aus der Sicht vom Kapitol zu sehen und halt nicht aus der Sicht von den Tributen in der Arena. Aber das ist alles nicht das Wichtigste im Buch. Es ist wirklich einfach eine Story über Coriolanus Snow, der einfach eine Entwicklung durchmacht. Du hast halt eigentlich auch im Vordergrund diese Dynamik, und am Ende passiert halt ein krasser Knall, sag ich mal, der auch echt Gänsehaut hinterlässt, und du stehst da und kannst diesen winzig kleinen Ausschnitt aus dieses Mannes Leben quasi, den du vor dir hast, nachvollziehen, und das endet mit einem Knall. Du hast Gänsehaut und auf jeden Fall das Bedürfnis, jetzt die ganze andere Trilogie nochmal zu lesen. Ich werde das möglicherweise wirklich machen. Also ich habe die vor mindestens 5 Jahren das letzte Mal gelesen und werde das jetzt möglicherweise wiederholen. Das hat dieses Prequel auf jeden Fall erreicht. Und ich kann im Fazit sagen, nicht jedes Prequel von so einer erfolgreichen Reihe, das irgendwie 20 Jahre später oder ja 10 Jahre später, glaube ich, erscheint, ist wirklich irgendwie gut. Oft wirkt das so ein bisschen künstlich daherkommend, aber hier siehst du, dass dieses Buch auch wirklich was zu erzählen hat. Und es ist tatsächlich auch sehr künstlerisch. Also Musik spielt sehr viel, eine große Rolle, so Sichtweisen auf die Welt. Es ist irgendwie sehr viel idyllischer und situativer und schöner auch noch, sage ich mal, als ich das jetzt von der originalen Trilogie in Erinnerung habe. Es zeigt uns auch irgendwie mehr von dieser Welt noch und auch aus den Sichtweisen vom Kapitol natürlich. Ich finde es rundum ein sehr sinnvolles Buch,
was einfach Spaß gemacht hat zu lesen. Es ist natürlich ein grausames Buch. Ich habe mir das immer wieder gedacht. Das ist aber das Gleiche wie bei der originalen Trilogie. Aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal zu meiner Meinung zu dem Buch. Schreibt mir gerne eure rein und wir switchen zum nächsten Buch in diesem Monat. Leute, ich sag's euch, ich mache mittlerweile seit 3,5 Jahren Booktube. Ich glaube echt, ja, im Sommer 2020 habe ich damit angefangen. Und ich habe es 3 Jahre lang fast komplett für mich alleine in meinem stillen Kämmerchen gemacht. Ich hatte keine Kontakte zu anderen Booktubern, Bookstagrammern oder sonst was. Ich habe andere angeschaut, andere Videos oder so, aber mein Zeug habe ich einfach für mich gemacht. Bis zur Leipziger Buchmesse dieses Jahr. Da bin ich zum ersten Mal auf einer Buchmesse gewesen und habe das erste Mal andere Leute kennengelernt, die diesem gleichen Hobby wie mir nachgehen, die auch so gerne Bücher lesen und auch so gerne darüber reden. Und es war super cool, sich darüber auszutauschen. Ich habe Leute kennengelernt, mit denen ich dann eben auch in Münster war, wo es ein Video gibt, ein Quiz auf dem Kanal von Toto liest. Ich war dann in Hamburg mit Thomas, der Buchhändler, und Steffi, das lesende Ich von Instagram, beide, mit denen ich das Harry Potter Theaterstück angeschaut habe. Wir waren dann alle wieder auf der Frankfurter Buchmesse, wo ich auch noch mal neue Leute kennengelernt habe, wo man auch noch mal neue spannende Gespräche hatte. Und ich sag's euch, Leute, das ist einfach cool. Also natürlich ist es per se schon cool, neue Leute kennenzulernen, generell im Leben. Aber natürlich ist es auch cool für dieses Hobby, sich nochmal klarzumachen, man ist nicht der Einzige. Und das nochmal aus dem Internet herauszuheben und ins echte Leben zu hieven und dann eben auf so einer Buchmesse mal mit hunderten anderen Leuten über dieses Hobby zu reden, sich auszutauschen, das macht so viel aus. Natürlich nicht nur auf, sage ich mal, Reichweitengewinn gesehen, als dass es viele sehen, einfach nur für einen selbst, um diesem Hobby noch mal was Neues zu geben. Und ich kann das jedem empfehlen. Tauscht euch mit anderen Leuten aus, vernetzt euch auch außerhalb vom Internet. Also ich werde auch in Leipzig auf der Buchmesse nächstes Jahr 2024 wieder sein und möglicherweise, also wahrscheinlich auch wieder in Frankfurt. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann kommt auch hin und lasst uns mal ein bisschen quatschen über Bücher, über Bookstagram, Booktube, über Gott und die Welt, ist scheißegal, aber sowas ist einfach was Besonderes und das habe ich dieses Jahr erkannt und es ist echt ein bisschen schade, dass ich das die letzten Jahre noch nicht so diese Erfahrung gemacht habe. Wenn ihr Bock darauf habt, dann kommt zu den Buchmessen. Die Buchmessen sind nicht nur dafür da, um sich Bücher anzuschauen, sondern auch, um sich auszutauschen. Die sind wie ein einziges Bookstagram, Booktube, Buchblogger-Treffen eigentlich. Also kommt dahin, auch wenn ihr vielleicht keine Buchblogger, sondern nur Zuschauer seid oder so. Auch wenn ihr vielleicht Lust habt, mal Buchblogger zu werden, dann werdet Buchblogger. Ihr müsst dafür ja nicht mal irgendwelche Qualifikationen haben. Ich habe ja auch keine Qualifikation. Die Qualifikation dafür gibt es wahrscheinlich nicht mal richtig. Wir sind ja alle nur irgendwelche Leute, die gerne lesen und gerne darüber reden. So sehe ich mich. Ich bin kein Dienstleister, der das hier macht, um anderen Leuten Tipps zum Lesen zu geben. Das ist natürlich ein cooler Nebeneffekt, so, und das macht auch Spaß. Aber ich bin auch keiner, der sich als jemand sieht, der den Autoren und Autorinnen irgendwie Hilfe anbietet oder so. Das ist nicht der Grund, warum ich das mache. Ich fände es auch total vermessen zu sagen, hey, hier schaut mal her, meine Meinung ist so wichtig. Liebe Autoren und Autorinnen, schaut euch das mal an und nehmt das doch mal als Hilfe für eure weiteren Bücher. Also, come on, das kann jeder Autor, jede Autorin für sich selbst entscheiden, wie weit er oder sie solche Meinungen von anderen Leuten einbeziehen möchte. Dafür haben die wahrscheinlich auch genügend Testleser, die Profis sind, oder eben auch Lektoren, Lektorinnen, die auch Profis sind. Wir sind einfach nur nettes kleines Völkchen in meinen Augen, die alle gerne lesen und alle gerne darüber reden. Und wir sollten alle uns manchmal ein bisschen mehr sagen, hey, Bücher sind auch keine Dienstleistung, nur weil wir dafür Geld bezahlen. Bücher sind einfach nur Kunstwerke. Und als die sollten wir sie mehr sehen. Natürlich sind Kunstwerke auch bewertbar. Natürlich, das machen wir hier auf Bookstagram, auf Booktube, generell, wenn wir über Bücher reden. Dann geben wir denen irgendwie einen Wert von uns selber so. Das ist cool. Über Bücher reden, das macht die Kunst erst so zur wahren Kunst. Aber man sollte sich nicht aufspielen als jemand, dessen Meinung total wichtig ist und
der Autoren und Autorinnen belehren möchte, weil die Autorinnen und Autoren sind die Künstler und die können sich die Meinung holen, wie sie wollen. Wir quatschen einfach nur darüber. Wir sind einfach nur die Leser, die Leserinnen, die über ihre Bauchgefühle reden. Und das ist super geil. Also macht es doch auch. Ich habe jetzt im Monat Dezember, so gegen Ende des Jahres, noch zwei so kleine Büchlein gelesen, die ich jetzt gemeinsam bespreche, weil zu beiden habe ich nicht ausführlich viel zu sagen. Das erste war mein erster Liebesroman, Coming Home for Christmas von Stefanie Neb. Es geht dabei um Svea, die durch eine Namensverwechslung im falschen Hotel landet und dort wird sie für eine neue Angestellte gehalten und sie ist 17 Jahre alt und anstatt, dass sie es halt aufklärt, das Missverständnis, bleibt sie dort, arbeitet dort dann auch fälschlicherweise, einfach weil dieser eine Typ dort so ultra cute ist und sie sofort super in love mit ihm ist und er natürlich auch in sie total verschossen. Und das ist dann halt das Buch. Es ist ganz klar die Zielgruppe Teenie und in der bin ich nicht mehr drin. So, ich weiß nicht, wie ich das Ganze gefunden hätte, wenn ich es mit 16 gelesen hätte. Vielleicht hätte ich es dann ganz cool gefunden. Jetzt als Erwachsener fand ich es ja auch ganz unterhaltsam, weil es natürlich immer ganz schön ist, Leuten dabei zuzuschauen, wie sie sich einander verlieben und so. Aber ich musste halt auch die ganze Zeit drüber nachdenken, dass das so unwahrscheinlich ist. Ich fand es so ultra übertrieben kitschig zu sehen, wie die sich 2 Tage kennen und beide sind halt Hals über Kopf ineinander verliebt und sagen sich, ich liebe dich und du bist die Liebe meines Lebens und es ist wie nach Hause kehren, wenn ich dich sehe. Und da war auch keine Spannung dabei, weil einfach die ganze Zeit klar war, dass das bis zum Ende so bleiben wird. Und dann kommen irgendwelche kleinen Problemchen, wo man halt als Erwachsener sich denkt, oh mein Gott, ey, das sind ja, also das sind keine wirklichen Probleme so. Und ja, ich, wie gesagt, ich möchte da nicht allzu ausführlich drüber reden, weil ich eben ganz klar nicht in der richtigen Zielgruppe bin. Ich glaube, dass es definitiv Leute gibt, denen das sehr viel Spaß machen kann. Und ja, also ich erzähle einfach nur meine Wahrnehmung. Für mich war es nichts. Ich glaube, dass für mich vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es vielleicht Liebesgeschichten gibt, die mir gefallen, oder ob ich dann sage, für mich muss es immer einen wahren Plot geben, wo die Liebesgeschichte nur Beiwerk ist. Die Liebesgeschichte in Der Anschlag von Stephen King war so ultra schön, weil es eigentlich ein anderes Thema gab. Es gab einen anderen Aufhänger und die Liebesgeschichte war ein sehr großes Beiwerk sozusagen. Und das war sehr, sehr schön. Aber eine Geschichte, die nur aus der Liebesgeschichte besteht, weiß ich nicht. Wenn ihr da gute Bücher kennt, dann immer her damit gerne. Ich versuch's gerne nochmal. Genau, aber das ist jetzt halt erstmal meine Wahrnehmung zu diesem Buch. Und das zweite Buch, was ich jetzt nur bespreche, ist von Klaus-Peter Wolf, Der Weihnachtsmann-Killer. Es ist ein Ostfriesen-Krimi. Klaus-Peter Wolf ist ein sehr erfolgreicher deutscher Krimi-Autor und der schreibt halt diese Ostfriesen-Krimi-Reihe, wo immer die gleichen Ermittler vorkommen. Das hier ist wohl so ein bisschen außer der Reihe, aber es gibt halt schon die gleiche Ermittlerin, die, wie heißt sie denn nochmal? Ann-Kathrin Klaassen oder so, irgendwie so. Und ich habe es unabhängig von allen anderen gelesen. Also ich kenne kein einziges Buch von Klaus-Peter Wolf. Ich wusste das vorher auch nicht, dass das Teil einer Reihe sozusagen ist. Man kann es auf jeden Fall unabhängig voneinander lesen. Es ist halt nur nur die gleiche Ermittlerin sozusagen. Und für mich war es halt ein netter kleiner Krimi, so für zwischendurch, in der Weihnachtszeit, ganz einfach. Man kann es, finde ich, auch auf jeden Fall im Rest des Winters noch lesen. Es muss nicht unbedingt vor Weihnachten sein. Es werden halt hier in dieser winterlichen, weihnachtlichen Atmosphäre im Ostfriesland, werden halt Weihnachtsmänner plötzlich ermordet. Leute, also Männer, die sich als Weihnachtsmann verkleiden, in der Einkaufspassage stehen und so, die sterben halt plötzlich und werden halt ermordet. Das ist der Fall. Das ist ganz eine witzige Sache und was dieses Buch halt ein bisschen ausmacht, ist halt auch so der humorvolle Schreibstil. Also es ist tatsächlich humorvoll geschrieben, so, es ist so ein bisschen dunkler Humor teilweise und es liest sich halt schnell weg. So, also das Ganze hat 250 Seiten, ich habe das in 1 oder 2 Tagen gelesen und so war es ein kleiner Snack für zwischendurch. Die Charaktere sind jetzt nicht ultra krass, auch da wieder vielleicht sieht man das anders, wenn man die Ann-Kathrin Klaassen schon aus den anderen Krimis der Reihe kennt. Ich kenne sie halt noch nicht und hier wird sie mir jetzt auch nicht unbedingt näher gebracht. Aber es war ein kleiner Snack für zwischendurch. Es hat echt Spaß gemacht, das zu lesen so zwischendurch. Ja, genau.
Manche wissen es vielleicht. Ich schreibe ja auch selber Geschichten. Ich habe als Kind schon Geschichten geschrieben, dann in der Jugend hat sich das ein bisschen verlaufen und als junger Erwachsener, so mit 18, 19, habe ich wieder angefangen. Jetzt bin ich 24 und schreibe immer noch und das macht immer Spaß. Ich mache es halt immer so nebenbei. Es ist so, ich schreibe auch ultra langsam, nicht besonders viel. Ich schreibe so ein paar Kurzgeschichten im Jahr gefühlt. Jetzt dieses Jahr stand so mehr im Zeichen von zwei bisschen größeren Projekten, mehr als eben im Sinne von Kurzgeschichten. Da war zum einen eben mein Buch, was ich tatsächlich veröffentlicht habe, Das Phönixkind. Das war im Rahmen vom Story One Young Storytellers Award, also ein Schreibwettbewerb für Menschen zwischen 14 und 35, wo man, was, sage ich mal, die der Umfang angeht, strenge Limitierungen hatte. Also es sollten irgendwie 12 bis 17 Kapitel sein, die höchstens 3500 Zeichen jeweils haben. Aber was das Thema anging, war man komplett frei. Und ich habe da eben so eine kleine Mystery-Geschichte geschrieben. Es geht um eine Familie, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat. Und über dieser und wir sind in jedem Kopf von diesen Familienmitgliedern in jedem Mal drin und erleben, wie die das unterschiedlich wahrnehmen. Aber es gibt auch so dieses Phönixkind, was über allem drüber schwebt, wo man nicht so genau weiß, was ist denn das jetzt eigentlich? Das ist irgendwas Mystisches, Mysteriöses, was irgendwie Einfluss auch auf die Geschehnisse in dieser Familie nimmt. Und das gilt es halt herauszufinden in dieser Geschichte. Ich habe bei diesem Wettbewerb nichts unbedingt gewonnen. Ich kam nicht auf die Top-100-Liste. Es gab insgesamt, glaube ich, über 2000 Einsendungen. Das ist für mich aber nicht das Entscheidende. Ich habe einfach mitgemacht und darauf bin ich stolz. Ich habe das gesehen, gesagt, ich mache mit und ich habe es durchgezogen bis zum Ende. Ich halte jetzt mein eigenes Buch in Händen. Hier steht es sogar. Genau, das ist mein Buch, das Phönixkind. Ich kann es in eigenen Händen halten. Ich kann es aufschlagen, durchblättern. Es ist ein cooles Gefühl, dieses Projekt beendet zu haben und auch in Händen halten zu können. Und ich werde möglicherweise nächstes Jahr auch wieder mitmachen. Aber vorher gilt es noch, ein anderes Projekt zu beenden möglicherweise. Ich schreibe seit etwas mehr als einem Jahr an einer längeren Geschichte, unabhängig von irgendeinem Wettbewerb oder so. Einfach so, wie meine Geschichten immer sind, bloß länger. Ich glaube, das ist mittlerweile wahrscheinlich so am Ende auf Buchseiten so 150 Seiten vielleicht rausläuft, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Also tatsächlich kein richtiger Roman, sondern eher eine Novelle oder ein Kurzroman vielleicht. Aber auch das, da möchte ich mich nicht irgendwie stressen damit, dass ich irgendwie eine bestimmte Länge erreichen muss oder so. Ich habe genug damit zu tun, meine Geschichte überhaupt erstmal fertig zu Papier zu bringen. Es gab jetzt in diesem vergangenen Jahr Phasen, wo ich irgendwie zwei Monate lang gefühlt fast jeden freien Abend geschrieben habe. Es gab auch Phasen, wo ich monatelang fast gar nichts geschrieben habe. Ich möchte mich auch da tatsächlich nicht stressen, weil ich bin kein Berufsautor, ich muss keine Deadlines einhalten, ich kann das machen, wie ich will und jetzt schreibe ich halt an diesem Buch, was wahrscheinlich nicht mal besonders lang wird, seit über einem Jahr, wo in einem Zeitraum, wo andere vielleicht 5 Bücher beendet hätten, gefühlt. Aber das ist fein für mich und ich werde mir auch fürs kommende Jahr kein großes Ziel setzen. Ich fände es cool, ich finde die Vorstellung cool, dass ich das vielleicht im kommenden Jahr 2024 beenden werde. Ich habe mich auch schon sehr viel informiert über verschiedene Veröffentlichungsmöglichkeiten. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Jetzt gegen Ende wird es halt schon kniffliger, weil man beim Ende halt schon den Druck hat, hey, das Ende, das muss gut sein, das muss alles irgendwie gut zusammengreifen, am Ende muss alles gut erklärt sein, es muss ein zufriedenstellendes Ende sein und dann kommt natürlich die Überarbeitungsphase, dann muss man sich überlegen, okay, wie lasse ich das jetzt lektorieren, hole ich mir dann Lektorat und was für Testleser und all so ein Zeug und sowas. Also ich bin da echt gespannt drauf, was wird, aber es läuft möglicherweise so auf ein Ende hin. Das sage ich schon ein bisschen länger, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es im Laufe des nächsten Jahres beendet wird. Und das fände ich schon sehr cool, weil das ja, wird dann wahrscheinlich das nächste Buch sein, was ich in eigenen Händen halten werde. Wenn euch allerdings generell Geschichten von mir interessieren, dann könnt ihr gerne mal auf den Link in der Beschreibung klicken, denn meine bisherigen Kurzgeschichten habe ich immer als Hörbuch vertont. Die gehen dann immer so 15, 20, 30 Minuten
und habe ich eben auf Spotify hochgeladen. Ich habe mir dann einen Podcast erstellt, Kurzgeschichten von Tim Time, und da sind meine Mystery, Fantasy, Gruselgeschichten alle veröffentlicht. Ich beschäftige mich viel mit so, ja, tiefgründigeren Fragen, die mich einfach beschäftigen, mit den Mysterien der Welt. Und wenn dich das eben interessiert, kannst du da gerne mal vorbeischauen. Aber das war jetzt meine, ja, ein bisschen meine Werbung zu mir selbst. Schreiben kann jeder. Man muss kein Autor sein. Was heißt es überhaupt, Autor oder Schriftsteller? Man muss das nicht beruflich machen. Man braucht keine Deadlines. Du bist nicht erst Schriftsteller, wenn du Geld damit verdienst oder wenn deine Bücher veröffentlicht werden. Du bist nicht erst Schriftsteller oder Autor, wenn du eine bestimmte Zeichenanzahl oder Wörteranzahl pro Monat schreibst. Du bist dann ein Autor, eine Autorin, wenn du schreibst und wenn du Spaß daran hast. Wenn du über Geschichten nachdenkst und Geschichten erfindest und aufschreibst. Und das ist ja erstmal das Wichtigste. Und ich muss mir das immer wieder sagen, das Veröffentlichen ist nicht das, warum ich das mache. Das ist irgendwann cool und das wäre cool, wenn ich da noch weiterkomme vielleicht. Aber ich schreibe wegen dem Schreiben. Und ich werde nicht sagen, ich höre irgendwann auf, wenn ich keinen Geldvorteil, keinen Gelderfolg damit sozusagen sehe. Weil Erfolg habe ich damit, solange ich Spaß daran habe. Und das ist alles. Okay, Leute, wir kommen zur finalen Kategorie. Das Lesehighlight des Jahres 2023. Um das nochmal ein bisschen zu definieren, was das für mich ausmacht. Ich kann ein Buch gelesen haben, was während dem Lesen ein Ultra-Page-Turner war, was ultra spannend war, super kurzweilig, und das muss trotzdem nicht das Lesehighlight des Jahres gewesen sein. Weil für mich ist das Lesehighlight das Buch, was mir am längsten im Kopf geblieben ist, worüber ich auch im Anschluss noch lange nachdenken kann. Und sehr, sehr viele Psychothriller, die man tatsächlich ziemlich schnell wegliest, weil sie spannende Page-Turner sind, haben da keinen Anspruch drauf, weil ich sie sehr schnell wieder vergesse, weil sie eben nur eine kurzweilige Unterhaltung sind. Das ist cool und so, aber das Jahreshighlight wird für mich das Buch sein, worüber ich noch Jahre später reden und nachdenken kann. Und da gibt es ein paar Bücher, die darauf Anspruch haben. Also zum Beispiel Der Turm von Stephen King, der 7. Band der Dunklen Turm-Reihe. Das habe ich jetzt im Januar beendet und Alter, ich habe da so lange, so intensiv drüber nachgedacht. Ich habe da noch auf der, bei manchen Treffen mit anderen Buchbloggern noch drüber gesprochen und gefachsimpelt über dieses Buch, über die gesamte Reihe. Das ist auf jeden Fall so ein Kandidat. Ich werde tatsächlich jetzt nicht ein einziges Buch nennen, ich werde drei Bücher nennen. Das war das erste. Das zweite ist Übermenschen von Juli C. Ja, das ist ein tatsächlich sehr interessantes gesellschaftliches Buch, was ja eine Frage aufwirft mit, was uns alle betrifft, böse und gute Menschen, nicht im Sinne von Mörder und Nicht-Mörder oder Monster und Nicht-Monster oder so, sondern so alltägliche Themen. Ist jetzt ein Mensch ein böser Mensch, wenn er nicht gendert, so nach dem Motto. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist halt ein, ja, ein spannendes Buch, was irgendwie super viele Perspektiven aufleuchtet, die man vorher nie gesehen hätte und die einfach nur eine Geschichte erzählt zwischen Menschen, eine Geschichte über Menschen und gar nicht irgendwie groß mit einer Moralkeule schwingt oder so, sondern nur zwei Menschen sich begegnen lässt, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir haben Dora, die zieht aufs Kaff und ihr neuer Nachbar ist erstmal Neonazi, der Dorfnazi quasi. Und das ist eine super intensive Geschichte. Und auch das Ende hat mir gut gefallen, weil es eben nicht eine große Moralkeule geschwungen hat, sondern nur uns Begegnungen gezeigt hat zwischen Menschen und uns jetzt selber ein Fazit ziehen lässt oder uns vielleicht sagen lässt, dass das Ganze echt gar nicht mal so einfach ist. Und deswegen ist es ein Buch, was einfach eine sehr große Bedeutung in unserer Zeit, finde ich, hat. Und das so sehr zum Nachdenken und zum Reden anregt. Also ich habe echt mit vielen Menschen, die dieses Buch dann auch gelesen haben, darüber geredet. Oder auch mit Menschen, die dieses Buch nicht gelesen haben, über nicht nur über das Buch, sondern auch über das Buch hinaus, über eine Thematik. Und wenn das so ein Buch schafft, das ist schon beeindruckend. Und deswegen kann ich dieses Buch jedem empfehlen. Egal, auf was für einer Seite man sich selber einsortieren würde.
Ist ein spannendes Buch einfach. Okay, Leute, das letzte Buch ist tatsächlich ein Buch, was ich vor nicht allzu langer Zeit beendet habe. Oder noch gar nicht beendet habe. Ich breche schon meine eigene Definition. Es geht um Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Boah, dieser Name, ey. Und ja, ich habe es noch nicht beendet. Bin es noch dabei zu lesen. Ich bin bei der Hälfte von 1000 Seiten, also Fall auf gerade mal 450 Seiten. Und ja, ich habe es noch nicht beendet. Ich kann noch nicht sagen, wie ich darüber in einem halben Jahr denken werde. Aber ich bin mir so hundertprozentig sicher, dass ich dieses Buch dann also noch eine extrem lange Zeit im Kopf behalten werde. Ich bin jetzt schon so fertig mit der Welt wegen diesem Buch. Ich sag einfach mal nur hier der Titel, Ein wenig Leben. Das ist ein so guter und gleichzeitig so blöder Titel, weil es ist nur ein wenig Leben und gleichzeitig ist es alles. Das ist so krass. Hier, ihr wollt die Handlung wissen? Meinetwegen, okay. Wir haben hier vier Männer, die Freunde sind. Und die begleiten wir in ihrem Leben. Über sehr, sehr viele Jahre hinweg. Das ist die Handlung. Aber wir begleiten halt so viel mehr noch ihre Schicksale, die Gefühle, die Freundschaften, wie sie eben leben und lieben. Und Alter, ich habe das noch nie gehabt. Es ist wirklich einfach nur ein wenig Leben. Und gleichzeitig ist ein wenig Leben ja so viel mehr als ein wenig Leben. Weil das Leben ja alles ist, was wir haben. Und viel zu selten ist in Büchern einfach nur ein wenig Leben beschrieben. Weil meistens ein großer Plot im Vordergrund steht. Irgendeine große Handlung, die Rettung der Welt oder sonst was. Aber in diesem Buch ist die Rettung der Welt einfach nur ein wenig Leben. Und das ist so schön, so poetisch. Es ist so wenig und gleichzeitig so viel. Und wir haben 1000 Seiten, die bisher noch überhaupt nicht langweilig sind. Also 400 Seiten habe ich gelesen und keine Seite davon war langweilig, weil es ein einziges Gefühlschaos ist. Die Schicksale, die die verschiedenen Menschen erlitten haben, wie sie miteinander umgehen. Es ist ein zutiefst tragisches und gleichzeitig dennoch super lebensbejahendes Buch. Es passieren so viele schreckliche Dinge, wo du dir denkst, hey, ich müsste ja jetzt in die tiefsten Depressionen verfallen. Und trotzdem hast du auch Tränen der Freude in den Augen. Es spielt so sehr mit den Gefühlen und den Emotionen. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe das nicht richtig genug in Worte gefasst. Und das, obwohl ich das Buch noch nicht mal bis zur Hälfte geschafft habe. Ich werde sowas von das im nächsten Lesemonat dann nochmal besprechen, wie ich es dann am Ende gefunden habe. Und ey, ich kann auch meinetwegen nochmal in einem Jahr beim Leserückblick 2024 nochmal drüber reden, ob das jetzt dieses Jahr gerechtfertigt war, dass ich darüber in meinem Jahreshighlight quasi geredet habe, oder ob ich in einem Jahr sage, hey, ja, also eigentlich habe ich es direkt wieder vergessen, die Handlung. Aber ich bin mir so sicher, dass das nicht passieren wird. Ich werde wahrscheinlich in einem Jahr hier stehen und sagen, Alter, das wird nochmal mein Leser-Highlight. Also, ja, genau. So viel dazu, sage ich mal. Und das war's mit den Leser-Highlights diesen Jahres. So, Leute, das war das Lesejahr 2023. Ich habe jetzt über den Dezember 2023 geredet. Ich habe über meine Erfahrungen generell in diesem Jahr gesprochen. Ich habe wirklich sehr viele davon gemacht, gerade was diese Buchbubble angeht. Ich habe viele Lektionen gezogen. Ich habe sie euch mitgeteilt. Ich habe viel für mich gelernt. Ich habe viel gelesen. Ich hatte viel Spaß gehabt. Und ich freue mich total auf das kommende Jahr. Und ein Projekt gibt es, was ich schon plane für nächstes Jahr. Ich habe ja keine Ziele sonst, was Lesen angeht. Ich möchte einfach drauf loslesen. Ich möchte das Buch als nächstes lesen, worauf ich dann, wenn die Entscheidung ansteht, gerade Lust habe, egal ob das ein Buch ist, was schon länger ansteht oder ein Buch, was ich gerade erst neu entdeckt habe. Aber ein Projekt gibt es trotzdem, was ich ankündigen kann. Ich werde die komplette Harry Potter-Reihe rereaden. Ich werde die Hörbücher nochmal neu anhören. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die von Rufus Beck oder von Stephen Fry anhören möchte, weil Rufus Beck ist einfach Kindheit und Stephen Fry macht es aber auch total schön. Vielleicht werde ich es abwechselnd hören, sozusagen immer abwechselnd den ersten von Rufus Beck, den zweiten von Stephen Fry, den dritten von Rufus Beck und so weiter.
muss ich noch schauen, aber ich werde auf jeden Fall sehr ausführliche Spoiler-Talks über jedes einzelne Buch machen. Ihr habt vielleicht meinen S-Spoiler-Talk angeschaut. Der ging eine Stunde. Vielleicht wird das bei jedem Harry Potter-Buch auch so sein. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ich habe richtig Bock drauf. Und ich glaube, das wird so richtig ein richtiges Jahresprojekt, weil wenn ich so drüber nachdenke, 7 Bücher und ich glaube, alle 2 Monate ein Spoiler-Talk ist vielleicht optimistisch gedacht. Keine Ahnung, ich möchte ja auch noch andere Bücher rereaden dazwischen und andere Spoiler-Talks noch machen. Da gibt es noch ganz viele andere Kandidaten, über die ich sehr ausführlich sprechen möchte. Also ich glaube, dieses Harry Potter-Projekt wird sich über das ganze Jahr ziehen. Ich werde aber auch noch ganz viele andere Bücher rereaden, ganz viele andere Spoiler-Talks machen, die ihr dann immer hier auf diesem Kanal findet. Und ich freue mich, wenn wir uns im Jahr 2024 über den Weg laufen, vielleicht mal in Leipzig oder in Frankfurt auf der Buchmesse. Das wäre doch cool. Und dann merkt euch einfach nur, Lesen ist ein cooles Hobby. Stresst euch nicht damit, macht euch so viele oder so wenig Ziele, wie ihr das für euch wollt. Lasst euch aber auch nicht von anderen stressen. Rezensiert Bücher, sprecht über die Bücher, sprecht über die Kunst, aber bildet euch nichts darauf ein, dass eure Meinung besonders viel wert oder besonders hilfreich für Autoren und Autorinnen wäre. Denn das können die selber einschätzen. Das können die selber so einbeziehen, wie sie es wollen. Und wir sind einfach nur Leser, die über Bücher reden, was super cool ist, weil dadurch die Kunst der Bücher erst so richtig zur Kunst wird, dadurch, dass man über sie spricht. Und das ist doch cool. Ich freue mich auf das Lesejahr 2024, ich freue mich auf Begegnungen, ich freue mich auf alles. Habt es gut, rutscht gut rüber und wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dahin, ciao, ciao.